Sequenzermodus. Korg Kronos bietet bekanntlich 9 Klangerzeuger, einen Karma-Bereich, Wave-Sequenzen, eine Drum-Track-Funktion und vieles mehr. Der interne 16-Spur-Sequenzer lässt sich für diese Inspirationsquellen als Edelnotizblock nutzen, zum Beispiel mit der Auto-Song-Setup-Funktion. Wählen Sie Internal A000, The Era of Kronos. Wenn Sie eine Idee festhalten möchten, brauchen Sie nur Enter gedrückt zu halten und den Record-Write-Taster zu betätigen. Drücken Sie OK im Display. Es wird ein neuer Song angelegt, der bereits alle Einstellungen enthält. Selbst die Aufnahmebereitschaft wird aktiviert. Drücken Sie also den Start-Taster, warten Sie das Ende der 2 Einzähltakte ab und beginnen Sie zu spielen. Und gleich noch ein Tipp. Wenn Sie während des Einzählers eine Note oder einen Akkord gedrückt halten, werden diese Noten für den ersten Taktschlag aufgezeichnet. Die Karma-Parts und die von Ihnen gespielten Phrasen werden auf getrennte Spuren aufgezeichnet. Bei Bedarf können Sie den Song jederzeit editieren. Schauen wir mal, wie man eine Spur nach der anderen bespielt. Auch hierfür stehen hilfreiche Funktionen bereit. Wählen Sie mit dem Up-Taster einen leeren Songspeicher. Mit den Songvorlagen, den sogenannten Templates, kann man den ersten 8 Spuren blitzschnell genretypische Sounds und Einstellungen zuordnen. Wählen Sie im Menü oben rechts Load Template Song. Drücken Sie den Pfeil. Es gibt 18 Werksvorlagen und 16 User-Speicher. Wählen Sie hier P02 R&B. Kopieren wir auch gleich ein Schlagzeugpattern zu Spur 1. Drücken Sie dieses Feld und anschließend OK. Hier wollen wir P31 Real 8 Beat to All verwenden. Das All im Namen bedeutet, dass Sie ein beliebiges Schlagzeugprogramm wählen können. Andere Patterns eignen sich dagegen nur für bestimmte Drum-Programms. Jedes Drücken von OK kopiert das viertaktige Pattern erneut in die Spur. Drücken Sie OK, um 4 Takte auf Spur 1 anzulegen. Jetzt befinden wir uns in Takt 5. Drücken Sie OK. Das führt uns zu Takt 9 und so weiter. Drücken Sie Exit im Display. Hören wir uns den Schlagzeugpart von Spur 1 kurz an. Drücken Sie Locate. Diese Funktion ist zwar programmierbar, bringt uns zunächst aber zum Anfang von Takt 1. Jetzt nehmen wir zusätzlich einen Basspart auf Spur 2 auf, der bereits ein Basssound zugeordnet ist. Record und Start. Spur 3. E-Piano.
Wählen Sie Spur 5. Spur 5 wurde ein Karma-Pattern zugeordnet. Hier ein Gitarrenstrumming. Aktivieren Sie die Karma-Funktion. Spielen Sie einen Akkord und Karma macht ein Strumming daraus. Selbstverständlich kann man die Aufnahme jederzeit noch ausgiebig editieren. Wenn Sie Control Assign auf Timbre Track stellen, fungiert die Steuersektion als Mischpult für die MIDI-Spuren. Die Mixerregler werden auf Pan gestellt und erlauben das Einstellen der Stereoposition für die Spuren 1 bis 8 oder 9 bis 16. Mit den Tastern schaltet man die Spuren stumm. Wenn Sie Channel Strip wählen, sind die Regler den Parametern Pan, EQ und den Master Effect Sense einer einzelnen Spur zugeordnet. Die gewünschte Spur wählt man mit den Tastern. Für die weiteren Schritte verwenden wir jetzt die Channel Strip Einstellung. Der Kronos bietet außerdem 16 Audiospuren und kann folglich als Audio Hard Disk Recorder genutzt werden. Es können bis zu 4 Spuren gleichzeitig aufgenommen werden. Als Quellen stehen die Analogeingänge, USB und so weiter zur Verfügung. Die Signale können durchaus mit den internen Effekten aufgezeichnet werden. Für unsere Aufnahme verwenden wir ein dynamisches Mikrofon mit einem 6,3 mm Klinkenanschluss. Verbinden Sie das Mikrofon mit der Buchse Audio Input 1 und stellen Sie den Mic-Line-Schalter auf Mic. Drücken Sie das Audio Track Mixer Tab und wählen Sie im Menü oben rechts Auto HDR Sampling Setup. Diese Funktion stellt eine Vielzahl Parameter für Audioaufnahmen und Sampling-Vorgänge ein. Wählen Sie HDR Audio Track Recording und stellen Sie Source Audio auf Audio Input 1 Mono. Für Spur 1 benötigen wir keinen Effekt. Drücken Sie daher OK. Jetzt müssen wir den Pegel einstellen. Drücken Sie das Preference Tab. Behalten Sie die Pegelanzeige im Auge, während Sie am rückseitigen Levelregler drehen, um den Pegel zu erhöhen. Check. Das Signal one, two, darf three, aber nicht check. Übersteuern. One, two, three, check. Wenn das Signal übersteuert, erscheint die Meldung ADC Overload über dem Meter. Check, one, two, three, check, 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 check. Drücken Sie den Locate-Taster, um zum Songbeginn zu springen, und anschließend Record und Start. Sie können noch mehr Spuren aufnehmen, im Bounce-Verfahren zusammenlegen, die Audiodaten editieren und vieles mehr. Wenn Sie Control Assign auf Audio stellen, fungiert die Steuersektion als Mischpult für die Audiospuren. Hier ist immer noch Channel Strip gewählt. Also können wir die Spur sofort entzerren. Und mit Master Effect 2 eine Prise Hall hinzufügen. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Effekte im Sequencer-Modus verhalten. Im Combination-Modus gilt das gleiche Prinzip. Im Program-Modus ist die Funktionsweise zwar ähnlich, allerdings gibt es dort nur ein Signal. Drücken Sie das EQ Vector Control Tab. Alle MIDI- und Audiospuren bieten einen Dreiband-EQ. Drücken Sie das EFX Tab, um die Insert-Effekte zu sehen. Die vorhin gewählte Songvorlage hat schon ein paar Effekte vorbereitet, aber Sie können die Einstellung natürlich ändern. Pro Song stehen 12 Insert-Effekte zur Verfügung.
Ein Insert-Effekt bearbeitet die betreffende Spur jeweils komplett. Genau wie ein Effektpedal ein Gitarrensignal bearbeitet. Man kann eine Spur an mehrere Insert-Effekte und mehrere Spuren an denselben Insert-Effekt anlegen. Beim Schlagzeug geht noch mehr. Jeder Klanggruppe eines Drumkits kann nämlich ein anderer Effekt zugeordnet werden. Die Snare kann also einen anderen Insert-Effekt ansprechen als die Bassdrum. Drücken Sie das IFX 1 bis 12 Tab. Die Effekte lassen sich detailliert einstellen und in Echtzeit beeinflussen. Drücken Sie das Insert-FX Tab. Der Ausgang eines Insert-Effekts ist mit Send 1 und Send 2 verbunden. Damit regeln Sie den Effektanteil von Master-Effekt 1 und 2. Drücken Sie das MFX-TFX-Tab, das heißt, das der Master-Effekte und des Total-Effekts. Diese Effekte können von allen Spuren angesprochen werden. Oftmals ist Master-Effekt 1 ein Chorus und Master-Effekt 2 ein Reverb-Algorithmus zugeordnet. Drücken Sie das IFX-Tab. Und danach das MIDI-Routing 1-Tab. Wenn Sie einer Spur keinen Insert-Effekt zuordnen, können Sie hier den Pegel zu Master-Effekt 1 und 2 einstellen. Drücken Sie schließlich das MFX-TFX-Tab. Die letzten zwei Effekte sind Total-Effekte, die das Gesamtsignal unmittelbar vor den Ausgängen bearbeiten. Hier können Sie Ihrer Abmischung mit einem 7-Band-EQ und einem Limiter den Feinschliff geben. Drücken Sie Exit.